Im Europäischen Parlament in Straßburg sollte es heute ein großer Tag für den Klimaschutz werden. Doch die geplante Ausweitung des Emissionshandels auf die Bereiche Gebäude und Verkehr fand keine Mehrheit. Manchen Abgeordneten gingen die Pläne zu weit, anderen nicht weit genug. Noch nicht abgestimmt wurde bis zur Stunde darüber, ob ab 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden dürfen. Fangen wir nach bei Michael Grütz in Brüssel. Das EU-Parlament hat heute also eine Ausweitung des Emissionshandels abgelehnt. Wie überraschend war das? Na, das kam ziemlich überraschend, denn normalerweise einigt man sich ja vorher in den verschiedenen Ausschüssen. In diesem Fall war der Umweltausschuss zuständig und schon da werden ja die Kompromisslinien festgezogen. Und in diesem Fall war es ganz offensichtlich so, dass man ein bestimmtes Reduktionsziel für CO2 nicht so ohne weiteres hat durchsetzen können. Dann haben die Konservativen ganz offensichtlich mit den ganz Rechten im Parlament verhandelt, haben das aufgeweicht und am Ende des Tages haben dann die Grünen und die Sozialisten und die Linken im Parlament das Gesamtpaket in der Endabstimmung abgelehnt, sodass es dann doch zu einem ziemlichen Eklat kam. Das war kein Ruhmesblatt für das Europaparlament bei der Frage, wie geht man mit dem Emissionshandel als einem Kernpunkt des gesamten Fit for 55-Pakets, des größten Klimaschutzpakets der EU, wie geht man mit dieser Frage um? Ja, um das noch mal genauer zu verstehen, was ist die Idee der Ausweitung des Emissionshandels? Dahinter steckt die Idee, dass man CO2 nicht einfach so ausstoßen kann und darf als Industrie und als Unternehmen. Insofern soll man sich Zertifikate kaufen, erwerben oder besitzen, mit denen man dann CO2 ausstoßen darf. Und für eine gewisse Übergangszeit war es natürlich auch zum Teil so, dass Zertifikate gratis ausgegeben wurden. Das hat den Hintergrund, dass Industrien, die sich von selbst aus schon für Klimaschutz, um Klimaschutz bemühen, dass die ja nicht schlechter gestellt werden sollten als andere internationale Unternehmen, die das nicht interessiert und dann billig exportieren. Also das ist ein komplexes System, um einen Hebel zu bekommen, um CO2 reduzieren zu können. Je teurer man Zertifikate macht, je weniger es gibt, desto stärker kann man, so hofft man jedenfalls, CO2 reduzieren. Und um diese Zahlen, wie viel Reduktion kann man womit erreichen, welche Ziele setzt man sich, gab es diesen Dissens und am Ende eben keine Einigung in dieser Frage, was eine peinliche Angelegenheit geworden ist, wo einer dem anderen die Schuld in die Schuhe geschoben hat. Sie haben es gerade schon erwähnt, es ist ein riesiges Klimaschutzpaket. Da laufen jetzt mehrere Abstimmungen. Wo liegen heute weitere Knackpunkte, gerade auch im Blick auf den Verbrennungsmotor? Es ist ein geradezu gigantisches Paket, wenn man sich überlegt, dass insgesamt acht bestehende Gesetze noch mal umgebaut werden sollen, dass fünf neue dazukommen, dass es zahllose Änderungsanträge gab. Das ist sozusagen ein Abstimmungsmarathon heute, der diese Enttäuschung heute Mittag schon hatte. Und ein weiterer Knackpunkt ist in der Tat der Verbrennungsmotor. Einige fordern, dass er ab 2035 verboten wird. Das gilt dann für Neuzulassungen und damit dieses Ingenieursprodukt, vor allem in Deutschland natürlich ein Kernpunkt der Industrie, dass das dann auslaufen würde. Und andere sagen, das wäre fatal, wenn wir das zuließen. Wir können nur einen Teil auslaufen zulassen, denn es gibt ja neue Kraftstoffe, die stehen vor der Tür, sogenannte E-Fuels, die mit Strom erzeugt sind und nachhaltig sein sollen. Und wenn das sozusagen sich durchsetzen könnte, dann wollen wir doch den Chinesen oder wem auch immer diesen Markt nicht überlassen. Der muss doch dann auch in Europa bleiben können. Also diese Grundsatzfrage, geht diese Industrie dann sozusagen dahin und in die Geschichte ein oder behält man sie in Europa, die beschäftigt dann doch die Entscheider. Und das ist noch ein offenes Rennen und wir erwarten die Abstimmung zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr. Ja, 400 Industrieunternehmen haben sich auch in einem offenen Brief zu Wort gemeldet. Sie haben auch gesagt, den Emissionshandel jetzt zu verschärfen, das gehe zu weit. In Deutschland fordert die IG Metall, das geplante Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2025 zu kippen. Ja, wie wird dieser Gegenwind in Brüssel oder auch in Straßburg auf- und wahrgenommen? Viele Parlamentarier haben gesagt, dass sie geradezu zugeschüttet worden sind mit Hinweisen von Lobbymitgliedern, von Industrievertretern, aber natürlich auch von Umweltvertretern. Man kann hier Lobby nicht auf eine Seite beschränken. Das ist nun wirklich ein breites Feld, in dem sehr, sehr viele ihre Interessen vertreten. Und mancher kritisiert,
der unter den vielleicht neutraleren und unter jenen ist, die dort etwas Vernünftiges rausholen wollen, kritisiert doch, dass manches stark ideologisiert ist im Moment im Europaparlament. Und die Frage ist dann, will man eine Dekarbonisierung, also dass man loskommt von CO2 und von fossilen Brennstoffen, das wollen im Prinzip alle, aber die Industrie sagt, wir wollen jedenfalls keine Deindustrialisierung, also dass am Ende alle Industrie über die Klinge springt. Wahrscheinlich ist das etwas übertrieben, aber diese Sorge besteht eben da, dass die Fesseln dann irgendwann zu eng werden. Und dieser Streit, der hat sich ins Europaparlament natürlich übertragen, das ist auch ganz normal. Und in welche Richtung das dann gehen wird, wird am Ende noch diese Entscheidung bringen, denn diese Abstimmung um den Emissionshandel muss ja neu geführt werden, die Diskussionen müssen neu geführt werden und die Frage des Verbrennermotors ist ja auch noch offen. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Michael Grütz nach Brüssel.